Da läuft jetzt kein Adliger in dem Pfeil. Ja, das wäre ja zu schade. Das Bogenschießen gewinnt man sich, da war ich anfangs auch recht ungeschickt. Mittlerweile bin ich Meister hier. Ja, das nehme ich nämlich auch an. Man gewöhnt sich eigentlich an alles. Irgendwie. So. Wo sind denn hier noch Hasis? Hasi. Ich bin nur gespannt, bitte nicht spoilern, ob man da generell recht gut performen müsste, um gegen den zu gewinnen. Oder ob das eher sehr leicht ist. Oi da! So, easy. Du auch. Achtung, Double Kill. Hoho! Entschuldigung, dass ich mich kurz freuen musste. Aber das hat zum Glück ganz gut geklappt gerade. Hasi. Ich hab hier ein Karettchen, ist gelogen. Peter Ink, ich glaube auch. Gleich ums Eck kommen und mich abschlachten. Wäre auch komisch, wenn man direkt trifft. Ich hab das auch 100 Mal auf die Scheibe geschossen. Ein Hase ist ja viel kleiner, dann ohne Visier. Ja, das stimmt. Es wird sich jetzt wahrscheinlich keiner beschweren, wenn man die direkt so wegballert. Sagen, ich hab's voll drauf, aber es ist so in Ordnung, finde ich. Es ist zwar etwas ärgerlich, wenn man dann sagt, ah, ganz schönes Gefiesel, aber es ist in Ordnung im Sinne des Realismus. Da ist ein Mümmelmann. Hallo Mümmelmann. Warten Sie mal kurz. Oh. Oh, das ist ihn nicht verschreckt. Oh, Mümmelmann. Oh, Mümmelmann. Oh. Jetzt läuft er. Das ist meine Chance. Ich kann besser auf ausflippende Ziele. Mümmelmann. Ach komm schon. Darf ich dem bitte danke? Ja, lacht nur. Lacht ihr nur. Irgendwo habe ich doch voll einen Pfeil in den Baum gezimmert. Ja. Mir gehen jetzt doch die Pfeile aus, aber wirklich. Das ist so gut, das ist fantastisch. Ich habe noch nichts erlebt, was so wunderbar ist wie dieses Bogenschießen. Ich möchte es für immer und ewig tun. So. Gebt euch in Acht, hier kommt der krasse Jäger. Interessanter Ort. Oh, oh, öffnen. Wow. Cool. Danke. Wo ist der Hase? Da war doch gerade noch ein Hase. Hasi. Wo ist der Hasi? So, und dann habe ich Angst, dass ich gleich meine Kleinen aufweck. Oh, nee, das wäre nicht so schön.
Dann ist rum mit der. Mit der Ruhe. Hallöchen. Schade. Hasi. Oh. Schitte. Warte. Hasi, bleib mal stehen. Nee, bitte lauf. Treff dich so nicht, wenn du sitzt. Oh. Entschuldigung. Das war Zufall. Und das ist nicht mal gelogen. So. Boah, Pfeile, hä, im Wald. Puh. Jetzt knicken. Kannst du wirklich knicken? Oh, sie. Oh Gott. Oh, das war aber recht knapp, ne? Ah. Oh. Doch extra vorgehalten. Neue Stufe erreicht, Bogen. Habe auch schon 10.000 Mal geschossen. Mein Gott. Die YouTube-Folge nenne ich. Noch dümmer geht's ja nicht. Ah, puh. Oh, da habe ich sogar noch einen Pfeil. Und da auch. Nice. Oh, da auch. Cool. Cool, noch ein bisschen. Oh, da war doch noch einer, oder? Hase. Man ist, glaube ich, von Spielen gewohnt, dass man alles direkt kann. Jeder kann in der Wildnis überleben und so kommen. Ja, wahrscheinlich. Dr. Mautz, ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Schlafen Sie gut. Danke fürs Vorbeischauen. Oh, ich habe ihm in die Pfote geschossen. Das hat ihn sofort ausgenockt. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Es ist doch bestimmt... Nee, noch nicht Mittag. Ich habe mich bestimmt schon fett verlaufen. Ah, Nase juckt. Ich bin total überladen mit Hasenfleisch. War da ein Hase? Schau mal, im Gehen jetzt. Zack und hoch. Ah! Mist. Oh. Schwupp. Oh, yes. Stell dir mal vor, man kann das, wie man dann abgeht. Das ist bestimmt super. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch nicht so wenig gefangen. Für so ein Volldödel. Ist gar nicht so schlecht. Boah, wie die Sonne da reinballert in den Wald, da schwitze ich fast. Schnell in den Schatten.
Sieh kein Hasi mehr. Hasi. Kein gutes Hasengebiet, wo ich da bin. Das ist schon voll weit weg. Könnt ihr mal auf die Karte schauen, aber. Lass uns dann überraschen, wo wir sind. Finde ich lustiger. Nee, jetzt bin ich doch neugierig. Oh. Ha. Da sind wir, okay. Nicht schlecht. Hasi, Hasi, haben wir irgendwo ein Hasi? Ne, haben wir schon alle erlegt. Was ist denn das? Oh, ein Bäre nehmen wir mit. Ein Bäre ist besser als kein Bäre. Sonst immer Gebiete gesehen, wo 50 auf einem Fleck waren, ne? Aber jetzt natürlich nicht. Baumstock schauen, dass nicht das wieder Geld versteckt ist. Hui. Hui. Ach, wie schön. Fußgetrapsel und Umgebungsgeräusche. Geil. Oh. Da ist er, Meisterlampe. Warte, nicht in den Baum verstecken. Oh, Aufgabe abgeschlossen. Gut, dann brauche ich den jetzt nicht mehr. So, kann ich das wegstecken, kehre zum Lager zurück. Oh, das ist gar nicht so weit weg. Geht. Ich kann nur nicht schnell laufen, weil ich so überladen bin. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausgeht. Schlingelingeling, Schlingelingeling. Hüpfen kann ich ja nicht. Kann ich ja leider nicht. Sprinten kann ich auch nicht. Ja. Schnell reisen kann ich dann auch nicht. Das ist natürlich ein wenig. Ist. Obwohl in dem Lager können wir schlafen, kann man dann eigentlich auch speichern. Ui, das schaut gut aus. Wow. Oh, Jagdgebiet Wildschweine. Ist irgendwo ein Wildschwein? Ich bräuchte nämlich eins. Oh, das werde ich mit einem Pfeil wahrscheinlich nicht umlegen können. Dann greift es mich wahrscheinlich auch noch an. Wäre wohl nicht so cool.
Scheiß Wildschweingebiet, ich habe noch keine einzige Sau gesehen. Ich habe noch keine Sau gesehen. Aber es gut aus, wenn das Licht durchfällt, ne? Da kommen wir auch wieder. So. Und nun? Warte auf Herrn Hans, ja, das ist halt so ein Trödler, gell? So, der Herr, haben wir es jetzt? Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Moment. Was ist denn das? Ach so, das ist, heißt gewildert. Nehme ich mal an. Das einfach alles. Ein Wilderer, Hilfe, Hilfe. Ja, aber das war auf Anweisung von dem Dödel da. Also ist er eigentlich der Wilderer, ne? Folge Herrn Hans. Ja, ist der jetzt schon wieder? Mein Gott, der kann auch nicht auf mich warten. Ich bin zu voll, Mann. Jetzt ist es kein Wild mehr, sehr gut. Tipptopp. Problem gelöst. Wo ist denn jetzt der Pansensepp? Springen kann ich nicht. Da hinten reitet er. Ich bin zu schwer, ich müsste echt was wegschmeißen. Schaufel. Die würde ich gern behalten. Das brauche ich noch, das auch. Drei, aber das langt bei weitem nicht. Käse. Könnten wir mal essen. Getrocknete Pilze, Dörrfleisch. Gekochtes Hasenfleisch. Können wir auch mal eins essen. Aber sonst ist alles...
Wir sind da vorne, Isa. Da laufen die Rehe. Hast du noch Pfeile über? Ja, bestimmt. Sieh her, bestimmt. Eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Dennoch nicht. So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? So. Ja, eben dachte ich mir, der steht nämlich wieder auf. Scheiße! Ihm nach! Passt! Aufs Pferd, Heinrich! Dieser Schwein entkommt uns nicht! Oh, Aufgabe fehlgeschlagen, warum? War nicht so. Ich hab. Wahrscheinlich, weil es da hieß. Aufs Pferd. Und ich hab kein Pferd. Und jetzt haben wir es verkackt. Aber leider ist mein Pfeil in deinem Kopf gelandet. Sorry. Vielleicht werden wir jetzt den Horst finden müssen. Vielleicht liegt er ja da, weil das Schwein ihn einfach fertig gemacht hat. Das wäre drei Amisonte. Was loswerden, das geht mir tierisch auf die Nase. Jagdschwert. Boah, ja komm, fallen lassen. Boah, immer noch zu viel. Was haben wir dann plötzlich dabei, was so unglaublich schwer ist? Komarische Armschiene möchte ich behalten, die sind zu wertvoll. Fackel, können wir eigentlich wegschmeißen. Wir haben nur zwei. Ups. Eine annehmen. Boah, aber 114, das gibt's ja gar nicht. 9 Dörrfleisch, 20 Verband. Ja, das ist. Oh ja, das ist das. Essen noch ein bisschen. So. Ein bisschen was fallen lassen. Vielleicht mal. 10 Stück. Wie viel bringt das? 113,7. 12,2. 8. Warte mal, wir gucken mal, von was wir einfach viel haben. Hier haben wir noch. Die können wir alle droppen eigentlich. Weil die gehen alle kaputt.
Jetzt. So. Die Wildschweine freuen sich, wenn da Hasenfleisch ist. Ich setze 5 Euro auf das Schwein. Sehr gut. Bin ich dafür? Hans, wo bist du? Blöder Hans. Wo bist du, du Pappnase? Dieser Ranzkopf. Das gibt's doch gar nicht, der muss ja irgendwo sein. Aber den so von mir eine richtig gute Aussicht hat, ne? Jagdgebiet Hirsch. Hallo hier, Schieß, ich tue euch nichts. Ich will nur diesen Dödel finden. Unfallort, da haben die jemand verbuddelt. Nee, es war ein Unfall, es schaut aus, als hätten die den da verbuddelt. Hans, du blöder Schwanz. Nee, es kann schon mal passieren. Ja, richtig, es kann schon mal passieren, dass man da so genau so da sitzt. Hey, was ist denn das hier? Oh, kleines Kätzchen. Waldgarten. Geil, Beinwell. Wollte ich schon immer mal haben, Beinwell. Und Minze, 500 Stück. Yeah! Oh nee, ich bin schon wieder überladen. Zu viel Minze aufgesammelt. Wo wir wieder bei komischen Definitionen sind, das ist korrekt. Jetzt habe ich jetzt nichts mehr auf, das ist querlich. Wo
ist jetzt dieser Depp? Oh, so langsam nervt er mich. Es schreit auch keiner so, Heinrich, zu Hilfe. Ich bin in dem kleinen Tümpel ersoffen. Von dem Wildschwein gefressen, kann man nicht mehr schreien. Jetzt ist korrekt. Aber vielleicht würden dann noch die Wildschweine grunzen und schmatzen. Er wurde bereits begraben. Die Wildschweine haben ihn bereits verbuddelt und verscharrt. Einfach sagen, zurückgehen und sagen, hä, euer zukünftiger Chef vom Dienst ist mir etwas abhanden gekommen. Ihr werdet ihn nie wiedersehen. Oh yes. Oh, bin aus Versehen rausgelaufen vor lauter Selbstbeweihräucherung. Also für die Nachtigall habe ich nicht so lange gebraucht. Die ging schneller. Man. Könnte ich nicht mal rufen? Hansi. Hansi. Termine, ja, das wäre doch eine gute Ausrede. Ich glaube, wir finden ihn nicht mehr. Wo liegt denn dieser Sack? Also, siehst du, ich habe jetzt auch schon angenommen, dass er irgendwo liegt. Aber ich sehe auch sein Pferd nirgends, das wird einfach weitergerannt sein wahrscheinlich. Was ist hier für ein Gammeltümpel? Was nordöstlich? Wer dann hier? Also von der Unfallstelle, ja, du bist lustig, die finde ich doch jetzt nicht mehr, oder? Doch. Nordöstlich, ja, müsst ihr dann, gehe ich ja eigentlich genau drauf zu. Aber. Jetzt bin ich schon wieder zu weit hier. Jetzt müssen wir ein bisschen hier. Ah, da. Mein Gott, da bin ich wahrscheinlich genau vorbeigegangen, weil man hört ihn auch schreien. Ah, Mann, ey. Der ist gefangen. Ein geiler Boy. Rette Herrn Hans. Nö. Upala. Was ist denn? Wo hat er denn schon wieder sein Schwert, der Idiot? Mann. Wieso hat er sein Schwert nicht an? Das nervt.
ob, bitte aber. Ja, mach mal, ich will mal blocken. Erleg wohl. Oh, Scheiße, der schießt mit dem Pfeil. Otti, leichtato. Unter so gehen leider. Oh, 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 Juju. Juju. Oh, der hat ein Schild. Und unten. Au. Au, sagt er. So, jetzt hau doch mal zu. Traut sich nämlich nicht. Ja, hau mal von oben. Hätte ich geblockt. Hätte ich geblockt. Oh Mann, ey. Stich! Oh, da hätte ich schön blocken können. Stich, Stich! Oh, das ist, links und rechts und angetäuscht und peng! Und Stich und Stich und Stich und Pieks! Oh, und links! Oh. Der schlägt einfach nicht, der Feigling! Oh, hat ihn jetzt der eigene Mann erschossen? Ich glaube schon. Was? Ach, du gibst auf? So ziehen lassen? Nee, den erledige ich jetzt. Steh auf! Du bezahlst für jeden Christen, der hier abgeschlachtet wurde. Gut, sag wie genau! Oh. Hallo. Wieso? Ah, das geht mir voll auf den Sack. Oh, ey, du Blödkack. Zapfengesicht. Mann, ey. Oh, ich habe ihn aufgehoben. Ich lege ihn zu seinem Buddy. Oh, das nervt mich. Ey. Dieses blöde Schwert, und dann braucht er ewig, bis der sein verschissenes Schwert zieht. Wie so ein Volldepp. Mann, ey. Plündern bitte. Brot. Ach, will ich jetzt nicht. Da gibt es schon Sachen, die sind schon was wert, aber... Wundpfeil. Aber... Oh Mann. Was habe ich denn verdammt nochmal? Jetzt bin ich ärgerlich. Verdammt nochmal in meiner Tasche, dass ich einfach nichts tragen kann. Weißt du was? Ich lasse jetzt das Schild hier. Ah ne, warte mal. Das benutze ich sowieso nicht und das geht mir auf den Sack und scheiß drauf. Bis wir jetzt wieder irgendwo hinkommen. Die Schaufel. Ich hole meine Schaufel, wenn ich wieder eine brauche. So. Das verkaufe ich, das verkaufe ich. Das verkaufe ich auch. So, guck mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Jetzt schauen wir mal, was ist da am meisten wert. Die Armschienen. Sind 3. Ausrüsten. Ah, nee. Doch, warum eigentlich nicht? Ich hab's falsch gemacht. Plündern wollte ich. Was ist hier am meisten wert? Lederhandschuh. Und wegen 0,5, die nehme ich mit. Oh, warte mal, der kumanische Bogen, kann der was? 62. Braucht er irgendwelche Skills? Minimale Stärke 10, Agilität 6. Was habe ich denn für einen? Oh.
Ich muss mal kurz gucken. Stärke 10. Oh Gott, okay, brauche ich nicht mitnehmen. Das lohnt sich nicht. Ohr eines Kumanen. Her damit. Kettenhaube. Die wiegt aber 4. Rundpfeil nehme ich mit. Kettenhaube. Weil die Haube, wenn ich schon eine Haube aufziehe, dann wenn dann sowas. Meine Schuhe sind auch im Hintern. So. Komm schon, Heinrich! Das ist nicht witzig! Was? Hab doch keiner gesagt, Mann! Ich musste mich erst kümmern. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon. Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Siehst du gerade edel ein aus? Ein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Lord Capon! Get here, everybody! Jetzt sprechen sie plötzlich Englisch, okay. You, help him! Sie besucht? Hol das Schwert deines Vaters. Wie ist das möglich, Ratzig? Dieser Bastard ist in kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Eis nehmen. Du hast nach mir verlangt, Herr. Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet.
Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Oh, nimm so viele Männer, wie du brauchst. Ich auch. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Yes, wir kriegen ein Pferd. Yeah. Geil. Gut, dass wir uns keins gekauft haben. Geld gespart. Yes. Sofort weg, sonst setzt es was. Und weniger Gewichtsprobleme, da hast du recht, Dudel. Oh. Was etwas? Oh, nee. Also schwingt eure Arsch in die Sättel. Heilung. Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Da gibt's noch Quests und so. Aktivitäten. Hat das Spiel jetzt eigentlich gerade gespeichert? Ja, möge die Jagd beginnen. Sehr gut, weil dann würde ich sagen, liebe Kinder, Feierabend würde ich sagen.